Ja, was ist denn nun das Geheimnis schnellen Schwimmens? Eigentlich ist es ganz einfach. Es geht darum, die Antriebsflächen, Hand und Unterarm in einen optimalen Winkel anzustellen, um die investierte Kraft tatsächlich auch im Vortrieb umsetzen zu können. Was wir jedoch in zahlreichen Bewegungsanalysen ermittelt haben, ist, dass genau dieser Druck oftmals in die falsche Richtung geht. Das Ergebnis, man spürt, dass Kraft verloren geht, dass man Kraft investiert. Gleichzeitig spürt man aber auch, dass der Vortrieb nicht der ist, der sein sollte. Dafür haben wir die einmalige Lösung.